Hören in den Sinn kommt, die Bedeutung ist, die Allah und sein Gesandter damit beabsichtigt haben. Auf die Bedeutungen, die die Mu'tazila und der Sha'ira all diesen Versen gegeben hat, kommt niemand, der einfach seiner Fitra folgt. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass du die Fitra eines Menschen komplett zerstörst und anschließend mit aristotelischer Philosophie fütterst. Erst dann kommt man auf die Idee, dass mit Istawa'ala sich über etwas erheben, dass damit etwas in seinen Besitz zu bringen gemeint ist. Mit deiner normalen Fitra wirst du niemals auf so eine Idee kommen. Ich erinnere mich am Anfang, als ich zum Islam gekommen bin, ich habe einen Hadith gelesen, dass Allah Himmel und Erde zusammenrollen wird in seiner rechten Hand. Und er wird fragen, wo sind die Könige der Erde? Als ich diesen Hadith gelesen habe, hat das Ehrfurcht in meinem Herzen erzeugt. So lange, bis ich von Leuten gehört habe, deren erste Sorge bei diesem Hadith war, dass Allah daraus gar keine Hände haben kann. Was ist dann von der Schönheit dieses Hadith überhaupt noch über? Wenn du dich nur darauf konzentrierst, dass Allah keine Hände haben kann. Und ich erinnere mich ganz am Anfang, als ich gerade Muslim war, ich saß eine Nacht bei dem Bruder, der mich zum Islam gebracht hat. Wir saßen die ganze Nacht und haben die Nacht verbracht mit leerem Gerede. Bis kurz vor dem Fajr. Der Bruder guckt auf seine Uhr, er sagt zu mir, es ist noch das letzte Drittel der Nacht. Allah ist noch im untersten Himmel und sucht diejenigen, die Dua machen. Lass uns Wudu machen und beten. Und das war unser Verständnis von diesem Hadith. Bis ich gehört habe von Leuten, die gesagt haben, Allah kann doch nicht in den untersten Himmel herabkommen, weil wir dann Allah mit einem Körper beschreiben und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die zieht sich durch die gesamte Philosophie. Wenn man die Bücher von den Asha'ira oder Mu'tazila liest, du wirst nichts mitbekommen, was tatsächlich deinen Iman stärkt. Denn ihre Hauptsorge ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala nicht ist. Die reden nur davon, dass Allah ist kein Körper, ist keine Substanz, er ist keine Akzidenz, er existiert unabhängig von Raum, unabhängig von Zeit, er wird nicht erfasst von den 7 Richtungen und so weiter und so fort, von den 6 Richtungen. Diese Beschreibung ist konträr zu dem, was im Koran erwähnt wird. Der Koran beschreibt dir, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er ist hoch erhaben, hoch über seine Geschöpfe, er ist der Allmächtige, der Bezwinger. All diese Eigenschaften, die, wenn du sie liest, wirklich Ehrfurcht und Liebe zu dir, zu Allah subhanahu wa ta'ala erzeugen. Wenn der Koran etwas über Allah subhanahu wa ta'ala verneint, dann kommt das sehr selten vor. Entweder dann allgemein, wie Laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich, oder es wird erwähnt, um das Gegenteil zu bekräftigen. Wenn beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ma ana bi dhalami lil abid, ich bin nicht ungerecht gegen meine Diener, dann sagt er das, um das Gegenteil zu bestätigen. Ja, um den Dienern zu sagen, ich bin gerecht gegen euch. Es geht nicht darum, diese Eigenschaft von Ungerechtigkeit von ihm abzulehnen. Wenn du die Bücher der Asha'ira liest, deren Hauptsorge ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala nicht ist. Im Gegensatz zum Koran. Der Koran sagt dir, wie Allah ist, die Asha'ira sagen, wie Allah subhanahu wa ta'ala nicht ist. Und was ist das am Ende für eine Beschreibung von Allah? Stell dir vor, du gehst zu einem König und du sagst ihm, oh König, du bist nicht schwachsinnig, du bist nicht ohnmächtig, du bist kein Taxifahrer, du bist nicht armselig, ja, du bist kein Idiot, du bist nicht, das mag alles richtig sein. Ja. Aber was ist das für eine Beschreibung für den König? Auch wenn das alles richtige Aussagen sind, ist das eine Art und Weise, seine Größe und Majestät zu beschreiben? Nichts anderes lesen sich genau die Bücher der Asha'ira. Ja? Die erzählen dir auf 40 Seiten, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist eine Schande. Als ich das Buch von Ar-Razi, von Fakhruddin Ar-Razi, ja? als ich mich damit beschäftigt habe, du wirst entsetzt. Die ersten 40 Seiten erzählen nur, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht ist. Und nicht ein Vers vom Koran. Und es gibt zig Kapitel, die dir erzählen, dass Allah kein Körper ist, keine Substanz und keine Akzidenz. Und es gibt kein Kapitel, was dir sagt, dass wir nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten. Dieses Verständnis vom Koran und der Sunna ist nicht das Verständnis, was der Fitra eines Menschen entspricht. Und ich wäre bereit, einen Test dafür zu machen. Wir vergessen für einen Moment Jahm ibn Safwan, die Jahmiya, Mu'tazila, Asha'ira, auch die Sunniten. Wir vergessen islamische Geschichte, alle Gruppierungen, alle Argumentationen, Aristoteles, was auch immer. Wir schieben das alles beiseite. Wir suchen uns einen Muslim, einen ganz einfachen Beduinen, Bauern, was auch immer. Der hat nie etwas in seinem Leben studiert. Der hat nichts anderes außer La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mehr nicht. Nur ein Muslim auf seiner Fitra, ohne Wissen. Und wir geben ihm einen Koran. Und wir lassen ihn den Koran von Anfang bis Ende studieren. Und dann sehen wir, mit welchem Glauben er am Ende seines Studiums des Korans herauskommt. Ich persönlich habe keinen Zweifel, wie das Ergebnis bei einem Muslim sein wird, der tatsächlich sein Leben lang auf seiner Fitra gelassen wurde. Und das aus einem einzigen Grund.
Allah SWT sagt, am Anfang von Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Dieses ist das Buch, kein Zweifel daran, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.